Hallo und willkommen zurück zur Steinzeit und zu Sly 4, Jagd durch die Zeit. Wie gesagt, Sly 4 heißt es ja nicht, ich vergesse es immer wieder, Sly Cooper Jagd durch die Zeit, das ist natürlich. Und wir starten gleich mal rein mit Sly in das Steinzeitalter. Und das Kabel, das voller Name Carmelita Montoya Fox ist dir allen klar, aber ich kann jetzt diesen Part hier mal nutzen, um so ein paar Fragen zu klären. Und zwar einerseits wegen blablabla, es ist wieder spät, einerseits wäre wegen der aktuellen Uploads und auch wegen Fragen, die jetzt während des Let's Plays aufgekommen sind. Zum Beispiel hatte ich das zwar schon in den Kommentaren beantwortet, aber ich sag's dir nochmal für alle, wurde ich ja auch gefragt, ob ich nicht mal zwei Parts täglich von Sly hochladen könnte. Und dazu nochmal die allgemeine Info, das ist für mich momentan leider nicht möglich und ich denke auch, dass die 25 bis 30 Minuten Parts hier auch schon fast die Länge haben von zwei Parts bei anderen YouTubern beispielsweise. Und mehr ist momentan einfach wirklich nicht drin. Oh, Guntal oder Gugatal und ein paar Jahre vor Beginn des unseren heutigen Zeitalters sind wir hier also gelandet. Es ist für mich momentan nicht möglich, weil ich halt auch im Abi-Vorbereitung stecke. Und deswegen momentan froh bin, dass ich überhaupt mehrere Parts täglich aufnehmen und hochladen kann. Das ist wirklich momentan nicht so super einfach. Deswegen müsst ihr euch hier tatsächlich mit diesen einen Part pro Tag begnügen. Ich merke natürlich, dass Sly 4, Sly Cooper Jagd durch die Zeit, wie man es auch immer nennen möchte, momentan auf jeden Fall das Projekt ist, was am allerbesten... Oh, da ist er sogar hin. Verdammt, da möchte ich nicht hin. Momentan auf jeden Fall das Fach... ich bin so im Abi-Stress. Momentan auf jeden Fall das Projekt ist, was am allerbesten ankommt. Und von dem würde ich euch auch wirklich gerne, wenn, weil ihr auch so fleißig Kommentare schreibt und so weiter und so fort, und auch schön immer das Video anseht, würde ich da wirklich gerne mehrere Parts bringen. Aber es geht nun mal wirklich zeitlich nicht. Ich, mit dem ganzen Rendern und Aufnehmen und so weiter und so fort. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon wieder eine Woche her. Da komme ich momentan wirklich fast nicht hinterher. Deswegen kam jetzt nach God of War auch direkt kein Nachfolgeprojekt. Und auch nach Naruto wird dann wahrscheinlich nicht direkt das nächste Part Projekt kommen. Ich habe ja momentan noch ein paar FIFA-Parts aufgenommen, die werden hochgeladen. Für die SimCity-Aufnahmen sind momentan auch mal ein bisschen ausgegangen jetzt hier. Aber das war ja eh nicht als regelmäßiges Projekt geplant. Das wird dann mal wieder kommen irgendwann. Aber nicht direkt danach. Dann habe ich jetzt von Killzone 2 einiges aufgenommen. Aber habe jetzt auch mittlerweile festgestellt, dass Killzone 1 doch im PlayStation Store vorhanden ist. Und dann werde ich das doch erst zuerst aufnehmen müssen. Und dann mit Killzone 2 weitermachen. Das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis das Projekt startet. Und ja, Splinter Cell habe ich auch schon 6 Parts aufgenommen. Die werden dann wahrscheinlich irgendwie kommen. Ob ich dann weiter aufnehmen kann, liegt natürlich dann halt zeitlich daran, ob ich das schaffe oder nicht. Jetzt erstmal in den Auftrag. Schlechte Neuigkeiten, Sly. Offenbar sind beim Absturz ein paar Teile vom Zeitantrieb abgebrochen. Du musst die fehlenden Teile so schnell wie möglich finden. Zum Glück funktioniert der Flugbahnberechnungsprozessor noch. Und so konnte ich ihre wahrscheinlichen Landeorte berechnen. Leider sind sie anscheinend in gefährlichem Gebiet gelandet. Das Zeiträtsel scheint in der Nähe einiger Flugsauriernester zu liegen. Und ich fürchte, einer dieser prähistorischen Pinguine hat den Schwerkraftenkabulator in die Flossen bekommen. Oh, die sehen niedlich aus, können aber unangenehm werden. Das wird keine leichte Aufgabe, Sly. Mach Fotos ihrer genauen Positionen, dann kann ich einen Plan austüfteln. Aber sei vorsichtig. Ich fürchte, wir sind nicht die ersten Gäste auf dieser Party. Siehst du das Gebilde auf dem Berg? Das scheint eine Art Förderbandanlage zu sein. Definitiv keine Eiszeittechnologie. Mach auch ein Foto von der Maschine. Irgendetwas ist da faul, um nicht zu sagen, äußerst faul. Na, da sind wir vielleicht doch gar nicht so falsch gelandet hier im Zeitalter, wenn da... Hast du irgendwas von Carmelita gehört? Leider nein, Sly. Vielleicht muss ich dich erstmal beruhigen. Wenn da Maschinen auftauchen, die nicht ins Steinzeitalter gehören. Holen sie zurück. Versprochen. Natürlich holen wir sie zurück. Als ob wir sie hier in der Steinzeit zurücklassen werden. Das wird sie bestimmt auch nicht so wirklich dulden, dass sie jetzt einfach hier mal feststeckt. Die wird schon von alleine wiederkommen, aber wir werden es auch versuchen, sie wieder irgendwie auf unsere Seite zu bringen. Aber jetzt müssen wir erstmal
die Richtung ja, aber ich habe hier. Ich würde gern wissen, wo unser Stützpunkt ist. Freunde. Ah, da können wir gleich mal einen fotografieren. Das machen wir natürlich gleich mal mit. Da ist das Zeitritzel, was wir brauchen. Sehr schön, Fly. Ein Foto von diesen Flugsauriern zu bekommen, war sicher schwer. Ja, kommen wir wieder, wenn ich nicht so appetitlich aussehe. So schwer war das jetzt nicht, der ist genau an mir vorbeigeflogen. Aber wo ist denn unser Hauptquartier? Hallo? Na gut, nehmen wir einfach mal mit. Und dann wissen wir schon, wo wir hin müssen. In diese Richtung hier. Ah, nein, nicht entdecken lassen. Lauf, 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 lauf. Sind wir hier denn richtig? Wo müssen wir hin? Ich hab's nicht gesehen. Bah, wo müssen wir denn hin? Ich hab mich doch eben schon umgeguckt und hab's einfach nicht gefunden. Hier ist doch unser Versteck, oder nicht? Nicht? Ja, schießt du mich ruhig ab. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wie hoch hätte ich gemusst, oder wie? Ja, da ist unser Versteck. Ja, gut, super toll. Da oben ist noch eine Flasche. Jetzt will ich natürlich den. Jetzt, wo ich unser Versteck gefunden habe, finde ich das Ding hier wieder, aber das. Ich werde einfach nochmal denselben Weg gehen wie eben, oder nicht? Das ist doch ein kluger Gedanke. So, hier sind wir hoch. Dann sind wir darüber. Wo war es? Wo war es? Da drüben muss es gewesen sein, ja. Da ist es nämlich auch. Dann nochmal hier lang. Wunderbar. Hier landen, das Ding mitnehmen und dann machen wir den Weg einfach gleich wieder zurück. Schön hier nach oben. Ah, nein, das schaffen wir niemals zeitlich. Niemals. Nie im Leben. Wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Und warum bringt uns der Pilz immer in die falsche Richtung? Immer in die wir nicht wollen. Fragen über Fragen. Bislang kann ich davon noch keine klären. Na, dann kommt jetzt nochmal nach oben. Schöner Transporter hier oder schöner Luftstrom. Da kommen wir natürlich nicht so hoch, wie ich wollte. Ah, läuft ja alles super in dieser Aufnahme. Wie bin ich denn da hochgekommen? Einer die Idee. Außer mit dem Luftstrom. Ich bin ja nicht mit dem hohen Luftstrom nach da oben gelangt. Aber mir leckt es gerade furchtbar hier. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Das kann gar nicht an der Aufnahme liegen. Also eigentlich muss es jetzt an dem Spiel liegen. Weil selbst wenn es an der Aufnahme liegen würde, dann wird ja mein Fernsehbild hier nicht laggen. Ist das Level vielleicht doch nicht so ganz sauber programmiert worden hier? Freundchen. Boah, das kann nicht dein Ernst sein. Wieso landest du denn da oben nicht, Sly? Ah. Das ist, glaube ich, die chaotischste Aufnahme, die ich bislang überhaupt jemals von irgendeinem Projekt aufgenommen habe gerade. Das passt sich ja super. Es laggt furchtbar, wenn ich hier mit dem Paragleiter lang fliege. Das bei einem PlayStation-Spiel hatte ich lange nicht mehr. Ist das hier doch zu aufwendig für die PlayStation 3? Ich bin doch da eben anders hochgekommen, verdammt. Ich bin doch da eben auch irgendwie die Springen nach oben gelangt. Aber es gibt für mich momentan tatsächlich nur den Weg mit diesem Wirbelsturm hier. Und genau dann leckt es immer, wenn ich in die Nähe von diesem Viech hier komme. Nee. Kann ich dein Ernst sein, Sly? Ich will doch nur da oben mit diesem Drecksschatz irgendwie nach Hause bringen. Boah, jetzt gab ich hier schon wieder irgendwie 20 Minuten rum. Na, 10 Minuten gleich. Kommt nicht das Laggen nicht nach oben. Aber das leckt hier durchgehend. Egal, wo ich bin. Nicht mehr in der Nähe. Also in der Nähe vom Wirbelsturm schon, aber... Ich bleib nicht lang hier. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Boah, kannst du nicht einfach gerade nach oben fliegen? Musst du immer geradeaus fliegen, Sly? Das macht das Ganze doch nicht wirklich einfacher. Ich komme gar nicht wieder in den Wirbelsturm, bevor ich wieder ganz unten bin. Alter, nee. Leck mich, Schatz. Ich gehe woanders lang. Das lasse ich mir nicht bieten, vor zu einem Schatz in der Nase umgeführt zu werden. Jetzt komm ich nicht mehr auf den Pilz drauf. Was ist das denn? Ach, Flasche. Und weiter nach oben. So, wo müssen wir noch lang? In die Richtung. Erstmal in die Richtung.
Da oben ist er. Wie kommen wir da hoch? Ach, da ist er. Boah, willst du mich verarschen? Das kann nicht dein Ernst sein. Jetzt kommt da so ein scheiß Säbelzahntiger von der Seite und schmeißt es auch noch nach unten. Boah, leck mich. Hau ab. Hier, ciao. Oh, jetzt überlebt der den Sturz auch. Ja, dann komm wieder hoch. Geh wieder weg. So, da ist er wieder. Nein. Nein. Oh. La la la, juhu. Ja, die anderen komme ich jetzt nicht ran, und bis ich da hingelaufen bin, ist der eh wieder hier. Jetzt guckt er wenigstens nochmal raus jetzt. Na also. Na also, da ist er doch. Schwerkraft-Inkarbulator. Perfecto, Sly. Ich überlege mir, wie wir den Inkarbulator ihren Schnäbeln entreißen können. Ich weiß nicht, Bentley. Die Kerlchen sehen nicht so fies aus. Nee, die Kerlchen sehen nicht so fies aus, aber ich kann mir vorstellen, dass sie fies sind. Leck dir einfach. Massive Framerate-Einbrüche in diesem Level. Sollte einem Konsolenspiel eigentlich nicht passieren, liebe Sensor-Entwickler-Team. Na gut. Na gut, klappt ja heute eh nichts. Kann ich es nochmal so probieren? Natürlich klappt das nicht. Wie gesagt, klappt heute eh nichts. Aber ich muss heute ordentlich aufnehmen, denn übermorgen, oder wenn ihr das hier seht, übermorgen. Ne, wenn ihr das hier seht, morgen sogar schon. Oh, wow, wow, wow. Ist meine erste Abi-Klausur, nämlich Bio. Biologie am Dienstag ist das nämlich. Also ihr müsstet das hier wieder am Montag sehen, eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht total verrechne. Also für euch wieder der schöne Wochenbeginn. Juhu, hey, freuen sich alle. Und ja, wie gesagt, für mich jetzt hier gerade, ich werde heute Abend nochmal versuchen, so, keine Ahnung, 3, 4 Parts aufzunehmen. Vielleicht bessert sich das ja im Laufe der nächsten Parts. Ich hoffe es ja. Okay, wie soll ich da oben rankommen? Boah, heute klappt echt gar nichts. Ich wollte auf dem Seil da landen. Ich frage mich, wie ich da oben zu der Flasche hinkommen soll, außer wenn ich von weiter oben runtersegle. Ah, man kann sich da festhalten mit Dingern. Gut. Na also, so ging das. Und dann kommen wir noch an die da dran. Und dann in Richtung unserem letzten Ziel. Komische Schilder. Viech! Ah, das schleudert bis nach oben. Das ist ja nett. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber das Viech ist gar nicht so, wie ich es jetzt gedacht hätte. Ja, dann landen wir kurz in der Brühe, ist egal, wir haben das, was ich wollte. Das ist natürlich wieder so ein Giftfass gewesen, und sah natürlich wieder nicht aus wie eins, deswegen habe ich da wieder gegengeschlagen. So, wo war das letzte? Ist das die Kiste, die da runterhängt? Nein, das ist da hinten irgendwo. Sogar hinter dieser Tür da sein. Also muss ich wieder irgendwie hinter gucken. Von hier oben vielleicht. Da hat man doch einen guten Ausblick. Ja, wir könnten es sehen. Wir sehen es sogar, das Förderband. Die Anlage, die hier eigentlich okay, nicht existieren sollte. Das Förderband gehört nicht hierher. Die Frage ist, wozu wird es benutzt? Nein, ich empfange etwas. Such nach einem Gebäude, das wie eine Arena aussieht. Und sieh dich dort um. Meine Thermosicht verzeichnet dort jede Menge Aktivität. Wird gemacht. Wird gemacht. Da oben zur Slime-Maske kommen wir noch nicht hin. Vielleicht später. Oh. Unser neuer Bösewicht, nee, oder was? Jo, ein Meisterwerk geht so. Yeah.
Der Gris. Mach ein Foto von dem Kerl. Vielleicht können wir ihn identifizieren. Ich kann ihn identifizieren, das ist der Gris. Also wir brauchen gar kein Fotosplit, ey, das geht schon so. Aber gut, wenn du ein Foto brauchst. Guck dich mal kurz um, Gris. Na also, so reicht dir schon. Okay, der Kerl hat den Schmuck auf keinen Fall von hier. Du hast vollkommen recht, Sly. Er gehört definitiv nicht hierher. Dieser Ort muss untersucht werden. Finden wir zuerst heraus, mit wem wir es zu tun haben. Gut gemacht, Sly. Jetzt komm zurück zum Unterschlupf. Ja, dann kommen wir zurück zum Unterschlupf. Okay. Dann, Bentley, sag uns mal, was er für alles für Verbrechen getan hat, wie lange er schon von Interpol gesucht wurde. Und, ja, dann müssen wir nur unseren Cooper-Vorfahren hier finden, wie immer natürlich. Oh, Bentley sagt noch gar nichts, aber wir haben einen neuen Auftrag. Aber ich würde gerne das im Steve-Net kaufen. Anzeige Ladegerät, lädt die Geräteanzeige im Handumdreh automatisch wieder auf. Ah, wir können während des Aufladens laufen. Ah, 5 Bomben hintereinander. Schick, schick, schick. Okay, Sly, weiter geht's. Hättest du uns auch gleich in der Mission lassen können, Bentley, wenn Sly jetzt eh gleich wieder drankommt? Ja, Information über Ryuichi Cooper passen jetzt natürlich perfekt in die Eiszeit. Obwohl es ja eher die Steinzeit ist, wenn ich das da jetzt richtig gesehen habe. Aber wir sind, so wie es wettertechnisch hier aussieht, kurz vor der Eiszeit. Also, nimmt sich nicht viel. Unerwartete Verbindung. Okay, wie unerwartet ist, werden wir dann auch gleich noch erfahren. Zuerst nehmen wir dieses Fläschchen hier noch mit. Und das Fläschchen, was man da hinten noch sieht, nehmen wir dann auch gleich noch mal mit. Fragt sich natürlich nur, wie wir da hinkommen. Ja, und hier sehen wir wieder unsere Kisten mit den Planen. Planen, die hier eigentlich nicht hingehören. Und darum ist der nächste Schatz, vielleicht können wir den ja irgendwie besser Richtung Versteck bringen. Dazu müssen wir aber erstmal genauso wie vorher an den Schatz rankommen. Okay, wir müssen von da aus irgendwie hoch. Mein Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Ach, vergiss es, ich komme hier nirgendwo hin und nirgendwo dran. Wo ist unser Auftrag? Da unten, dann nehmen wir den gleich mal mit. So. Ja, lad ihn. Wir müssen rausfinden, was der Bär vorhat. Diese Mauerspalte ist der perfekte Eingang. Aber du solltest besser in Deckung bleiben, bis wir wissen, was da los ist. Alles klar, Kumpel. Oh, dann bleiben wir gleich mal in Deckung. Aber zuerst gehen wir mal Richtung der Spalte. Da ist der Auftrag, aber vorerst mal hier unten schauen. Und uns das Fläschchen hier noch mitnehmen. So geht das nämlich. Und dann wieder hoch. Und dann gucken wir da mal rein in den Spalt, wo noch ein kleiner, unauffälliger Pfeil in die Richtung zeigt. Das Cooper-Vorfahren über verschiedene Ladungsangriffe. Ja, ja, ich glaube, ich lese das gar nicht mehr vor. Also mir fällt irgendwas ins Auge, was dann plötzlich total neu ist. Ja, und jetzt noch dazu. Weiß nicht, ob ich jetzt Zeit dazu habe. Wahrscheinlich kommt gleich das nächste Gespräch. Gleich bei der nächsten Flaschensuche werde ich das dann wahrscheinlich mal ansprechen. Also vermute ich auch erst im nächsten Part. Kommt darauf an, weil jetzt vor 2 Tagen ist jetzt so ein Part ziemlich spät gekommen und da haben schon einige vermutet, dass an dem Tag kein Part kommt. Sage ich jetzt dann noch schnell. Wenn kein Part kommen sollte irgendwann, an dem Tag lag es wirklich daran, dass ich wenig Zeit hatte und dann der YouTube-Upload mal wieder 5 Stunden gebraucht hat. Wenn wirklich mal kein Part kommen sollte, dann werde ich das irgendwo vermerken, irgendwo schreiben, als Bulletin posten oder irgendwas. Ich werde euch auf jeden Fall informieren, sobald ich Zugriff zum Internet habe. Ja, wir hören ganz bestimmt bald von ihr, wahrscheinlich sogar hier drin. Ja, sobald irgendwann mal kein Part kommen sollte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wegen Abi-Stress nicht genug Zeit gab zum Aufnehmen oder irgendwie sowas, dann werde ich euch auf jeden Fall darüber informieren, sobald ich die Gelegenheit dazu habe. Und, ja, wenn sowas ist, dann werde ich natürlich sofort den Part irgendwie so schnell wie möglich hochladen und, ja, ich hatte es halt vorher schon mal versucht, den Upload zu packen, der ist halt irgendwie abgebrochen, weil YouTube dann wieder keinen Bock hat, das zu bearbeiten. Und dann, ja,
war ich tagsüber weg und kam erst spät abends wieder und musste ihn dann erst hochladen und deswegen kam das erst mal ziemlich spät, ich glaube zwischen 12 und 1. Sollte es mal vorkommen, dass ein Tag kein Part kommt, dann wird er natürlich so bald wie möglich dann nachgeholt und dann werden dann auch natürlich mehrere Parts täglich kommen, sodass wir dann wieder aufholen. Nur das so zum Nebenbei-Informationszeug. Gut, jetzt müssen wir irgendwie hoch. Am besten hier durch. Ich kann mal ganz stark davon ausgehen, dass die Kabel da. Nachdem Joe es versaut hat, hat der Boss aus ihm einen Mantel für diesen Le Paradox-Typen gemacht. Ja, dieser Le Paradox ist echt übel. Als er das letzte Mal hier war, hat er einem Kerl die Stoßzähne ausgerissen. Nur so zum Spaß. Autsch. Ja, viel Erfolg bei den Damen, so ganz ohne Stoßzähne. Vorsichtig bleiben und alarmiere die Wachen nicht. Alles klar, Kumpel. Machen wir. Der Typ weiß aber, wie man sich Respekt verschafft. Auch bei Mammuts. Okay, und hier gibt es ein Bernsteinfossil. 200 Dollar, wie es aussieht, oder Münzen auf jeden Fall ist das Ding wert. Dann mal ab nach hier oben. Okay, gibt es hier noch irgendwas zu holen? Nein, das ist wahrscheinlich der Weg gewesen, den man eigentlich gehen sollte. Naja, gehen wir mal weiter. Wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir weiter. Okay, dann halt hier drauf. Und dann da vorne hoch. Und hier nochmal hoch. Warum hast du dich festgehalten, Sly? Ach so, weil du ja natürlich kreist. Wenn ich hier oben kreis drücke, dann heißt das natürlich, dass du dich da unten festhalten sollst. So war das natürlich geplant. Okay, was bringt es uns, wenn wir hier hängen? Ach, wir rutschen ab. Ah, natürlich. Sogar noch realistisch. Ist natürlich nicht so ganz leicht, sich da an so Eiszapfen festzuhalten. Da rutscht man gerne mal ab. Ach, wir müssen dahin. Na, dann springe ich mal von hier aus ab, ne? Wieso? Lava? Bei so viel Eis und Schnee? Wow, mit dem möchte ich nicht tauschen. Aber komisch, er kommt mir so bekannt vor. Moment! Heiliges Rechenbrett! Sly, das ist ein prähistorischer Waschbär! Könnte er möglicherweise... mein Vorfahr sein? Das ist durchaus möglich! Helfen wir ihm! Sly, ich habe eine Idee, aber du brauchst dieses Säbelzahntigerfell. Geh bloß den Wachen aus dem Weg. Alles klar, Bentley. Ein Tigerfell. Kommt sofort. Ist das das Kostüm von diesem Abschnitt? Wieso überrascht mich nicht, dass er dabei ist? Diese Keule von ihm sieht dir nicht beinahe aus wie ein... Schlaf! Sly, du musst dich beeilen! Wir haben ja einen Superstab, meine Hier Freunde, und wenn wir den Paradox auch den haben. Ja, hab ich schon. Ah, hier hoch. Oh. Was? Aber ich musste da doch hin, oder nicht? Ah, dann halt von hier aus neu. So, und so, und... dann machen wir das ganze Zeug hier kurz. Und dann Paragleiten. Hier solltest du vielleicht den Paragleiter einsetzen, Sly. Ja, ich weiß. Okay, wir können das Ding sogar nach oben klettern. Okay, ich dachte, wir rutschen jetzt von allen ab und deswegen dachte ich, dass das nicht geht. Aber es scheint ja wohl doch zu funktionieren. Und ich muss jetzt irgendwie da drauf. Oh, okay. Oder da dran. Jetzt macht das einfacher. Sein Maltalent macht ihn mir auch nicht gerade sympathischer. Was ist die Kunst? Siehst du den Schlüssel? Bestimmt ist er für diese Tür. Stimmt. Jetzt zeige ich dir echte Kunst. Die Kunst des Taschendiebstahls. Oh ja. Van Gogh ist nichts gegen mich. Komm schon, halte den Trottel ruhig. So, dann ist der Schlüssel unseres.
Höhlentürschlüssel. Du hast den Schlüssel. Schnapp dir das Tigerfell, Sly. Ja, wir schnappen uns das Tigerfell, aber nicht mehr in diesem Part, denn erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, trotz den kleinen Versprechern und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist spät. Und wir sehen uns dann wieder, also bis dann und auf Wiedersehen.